Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Die Animated Sitcom Friedefeld ab dem 22. März 2024 in der ARD-Mediathek ist ein erfrischender Windstoß in der deutschen Fernsehlandschaft. Mit einem innovativen Konzept, das die Geschichten der halben Drillinge Paul, Ludwig und Barbie aufgreift, bietet die Serie eine einzigartige Mischung aus Humor, Herz und einer Prise Absurdität. Die Figuren sind gekonnt gestaltet und zeugen von einer tiefen Charakterentwicklung. Paul, der König des Prokrastinierens, Barbie, die zielstrebige Topmanagerin und Ludwig, der lebenslustige Künstler, sind mehr als nur Karikaturen. Sie sind Spiegelbilder realer Lebenssituationen, mit denen sich die Zuschauer identifizieren können. Mit einer Gesamtlaufzeit von 250 Minuten, aufgeteilt in 10 Folgen à 25 Minuten, bietet die erste Staffel von Friedefeld reichlich Gelegenheit, in die humorvolle und vielschichtige Welt der Charaktere einzutauchen. Jede Episode ist sorgfältig gestaltet, um die Zuschauer zu unterhalten und zugleich zum Nachdenken anzuregen. Die Synchronisation der Serie, unter anderem durch die Stimmen von David Cross, Jacqueline Bell und Phil Laude, verleiht den Figuren zusätzliche Tiefe und Authentizität. Die Dialoge sind scharf, witzig und oft überraschend tiefgründig, was Friedefeld von vielen anderen Sitcoms abhebt. Alfonso Maestro und Tilman Orion Bremer haben als Regisseur und Drehbuchautor ein feines Gespür für Timing und Rhythmus bewiesen, was jede Episode zu einem kleinen Meisterwerk macht. Die Produktion, getragen von Brave New Work und Little Dream Entertainment in Koproduktion mit BR und SWR, zeigt, wie mit Kreativität, Engagement und einem klaren visionären Blick etwas Einzigartiges entstehen kann. Die Unterstützung durch die Film- und Medienstiftung NRW und die Moin Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein unterstreicht die kulturelle Bedeutung und das Potenzial der Serie. Friedefeld ist nicht nur eine Serie zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken. Sie zeigt auf charmante Weise, dass das Leben trotz aller Unwägbarkeiten und chaotischen Wendungen immer Raum für Wachstum, Verständnis und natürlich für eine gute Portion Humor bietet. Mit der Ausstrahlung ab dem 22. März erwartet die Zuschauer ein unvergessliches Fernseherlebnis, das die Grenzen der traditionellen Sitcom sprengt und beweist, dass deutsche Produktionen im Bereich der Animated Sitcoms international konkurrenzfähig sind. Friedefeld ist somit ein klares Must-Watch für alle, die sich nach einer Serie sehnen, die gleichermaßen unterhält, herausfordert und inspiriert.